Servus miteinander. Ich bin's wieder, der Roland vom Motorgerätehaus Kraus in Amberg. Und heute sind wir nicht outdoor unterwegs, auch nicht bei meinem Bruder am Hof, obwohl es da wirklich immer wieder schön ist. Heute machen wir das Ganze mal bei mir im Laden. Erstens mal, ihr seht dann noch mal ein bisschen was von meinem Laden. Und zweitens mal, brauchen wir das Ganze nicht outdoor machen. Ich erkläre euch heute ein bisschen was zur persönlichen Schutzausrüstung. Genau, Klamotten. Also, legen wir los. Wir haben hier die Tür offen. Persönliche Schutzausrüstung ist so ein Thema. Ja, warum kostet die Hosen Schnittschutz vom Discounter 39,95 etc. pp. Und warum kosten die Hosen bei uns, beim Fachhändler, bei mir insbesondere Stiel, 100 Euro aufwärts? Lüge, 99 Euro aufwärts. Das erkläre ich euch heute. Wir haben diverses da, von wirklich günstig bis obere Ende der Preisliste. Wir fangen an von Kopf bis Fuß. Helme, Jacken, Handschuhe, Hose, Schuhe. Ganz wichtig, Helm ist Pflicht beim Motorsägenkurs auf jeden Fall. Es ist einfach das A und O im Wald, einen Helm aufzusetzen. Und auch nicht einmal, wenn ich im Wald bin, sondern auch, wenn ich da mal Holz mache. Weil Helm besteht halt immer aus Gesichtsschutz, Gehörschutz, Kopfschutz. Das ist für ein Preis-Leistungs-Verhältnis so im mittleren Bereich. Das Teil kostet 69,90. Sind wir schon beim ersten, warum kostet so der Helm beim Discounter einfach einmal 19 Euro? Ganz einfach. Wir haben hier wesentlich coolere Materialien verbaut, weil hier ein Stirn-Schweißband aus Leder, welches das Ganze aufsaugt und den Tragekomfort super gut macht. Hier habe ich eine Kopfumfangsverstellung, welche total easy ist, arretiert sich selber, setze ich auf, drast so, sitzt einfach. Und beim sitzt und passt einfach, sind wir genau bei dem Thema. Drauf das Ding, zu Draht. Der da ist ganz wichtig. Sonst fällt mir das Ding euer und nicht so gut. Oder wenn mich mal ein Ast im Wald streift, ist er auch nicht gleich weg. Das zweite ist der Gehörschutz. Den kann ich echt auch total easy werkzeuglos einstellen. Ganz wichtig, draufdrücken, dann sitzt es. Also ich höre jetzt so gut wie gar nichts mehr. Und dann der Gesichtsschutz. Den erkläre ich euch nur, warum der das Ganze teurer macht als den beim Discounter. Und zwar, da gibt es den sogenannten Kugelschreiber-Test. Ich hole mal schnell einen. Wieder da, mit dem Motorgerätehaus Kraus, Kugelschreiber. Ja, der Kugelschreiber-Test ist der. Gehen wir mal davon aus, das ist ein Ast. Der Ast kommt. Ja. Loch. Genau. Nicht schön. Da sind wir bei dem Thema. Das Teil ist gewebt. Und wenn ich jetzt da zwei, dreimal drüber fahre, kann ich dieses Gewebe wieder ausrichten. Also das ist nicht einfach ein Netz von der Rollen, weil wenn ich ein richtiges Netz nehme, das ist dann gerissen. Damit kaputt, damit kann ich mein Visier wegschmeißen. Hier habe ich halt wirklich, ich nenne es mal diesen Joker, dass ich das ist ein richtiges Gewebe. Das verteile ich wieder und dann ist es wieder einfach zu 100% instand gesetzt. Wenn man, also wie gesagt, wie Sie sehen Sie nichts. Keinen Schaden, das Ding ist wieder gut. Der Helm hat zum Beispiel hier auch noch einen sogenannten UV-Indikator. Das ist der gleiche Helm, der am Bau verwendet wird. Am Bau ist klar der Fall, scheint für die Sonne drauf, dann wird der irgendwann weiß und man weiß, der Helm ist ausgehärtet und sollte getauscht werden. Wird also bei dem wenig passieren, weil im Wald draußen hat man weniger Sonneneinstrahlung. Dadurch dauert es echt lang, bis der weiß wird. Aber nichtsdestotrotz, das Ding hat trotzdem nur 5 Jahre Gültigkeit. In jedem Helm muss irgendwo ein sogenannter Stempel drin sein, wann das Ding gefertigt worden ist. Und der sagt dann auch nach 5 Jahren, bitte tauschen, weil die Schale härtet aus und wird dadurch brüchig. Den Gehörschutz und den Gesichtsschutz kann ich weiterverwenden. Also das Ding ist auch alles gesteckt, kriegt man jedes Einzelteil neu. Darum kosten die Dinger mehr Geld, aber
ist auch die nachhaltigere Variante, darf ich jetzt mal sagen, weil ich den von mir ganz wegschmeißen darf. So, vom Kopf geht es weiter nach unten. Jacken. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Fleecejacke an, die ist sehr angenehm für unter die normale Jacken. Ich kann es auch normal so auch im Holz anzeigen, wenn es ein bisschen warm ist. Es hat aber nicht wirklich irgendeinen Nässeschutz. Also wenn es regnet, saugt sich das Ding voll. Aber der Warmanteil ist gegeben. Und da sind wir schon bei dem Thema. Schnittschutzjacke ist keine Pflicht, wo es einen Schnittschutz angeht. Nicht für den normalsterblichen Brennholzwerber, Waldarbeiter. Weil ganz wichtig ist, ich brauche einen Warnanteil, dass ich im Wald auch gesehen werde. Entweder von anderen, die mit Holz machen oder ja, Jäger und so weiter. Ganz egal, es ist eine reine Schutzfunktion. Und natürlich auch Wetterschutz. Es ist kein Schnittschutz drin, also wenn ich, dann sehe ich immer einen Arm an. Da ist nichts drin, das bremst. Es ist einfach nur eine farbliche Ergänzung zur passenden Hose etc. Ja, Jacken mit Schnittschutz brauche ich nur, wenn ich die Spezialausbildung für den Baumkletterer habe, der im Hubsteiger arbeitet oder halt dann wirklich Kletterer ist. Der muss auch in die Oberarme den Kevlar-Schutz drin. Weiter geht's nach unten. Hose. Warum kostet jetzt die Discounter-Hosen 49 Euro und unsere Stil 99 Euro aufwärts? Ja, ich dachte so, die vom Discounter, das sind so die alten Kartoffelsäcke, weil ich immer so bezeichnet habe. Wir haben auch noch ein abschreckendes Beispiel immer im Laden. Und ja, die Hosen ist auch noch von Stil. Es war halt, die ersten Hosen, die so gekommen sind, die waren halt einfach diese grünen Säcke. Bleischwer, total klobig, aber wichtig ist, dass die Kevlar-Einlagen drin sind. Weil lieber schwitze ich ein bisschen, bevor ich dann einfach mal zwangshalber ein paar Wochen im Krankenhaus verbringe, weil einfach wieder eine Motorsäge im Oberschenkel gesteckt ist. Ist einfach nicht schön. Ja, nicht wirklich hübsch und auch echt schwer. Also ich habe jetzt keine Wachter, dass man das Zeichen mal wiegen kann, aber das ist unser abschreckendes Beispiel im Laden, dass die Leute mal sehen, hier ist das Teil, das Blei schwer ist. So, los geht's, wie gesagt, bei die 99 Euro bei der Funktion Ergo. Das ist schon auch vom Design her schon mal gleich eine richtig coole Hosen. Gibt es als Latz- und Bundhose und die sind mittlerweile vom Tragekomfort her wesentlich dünner und atmungsaktiver. Die kann ich einmal bei 25, 30 Grad anzeigen, gut, dann schwitze ich sowieso, weil es einfach warm ist. Aber diese Stauhitze habe ich bei den Hosen einfach bei Weitem nicht so. Schnittschutz. Da gibt es das tolle Symbol der Schnittschutzklasse 1. Muss auf jeder Hose drauf sein, ob jetzt Stil drauf steht oder nicht. Das ist egal. Diese Schnittschutzklasse 1 muss gegeben sein, dass ich am Holzfäller-Kurs, Schnittschutzkurs, Motorsägen, Führerschein, wenn wir es auch immer nennen wollen, teilnehmen darf. Diese Schnittschutzklasse 1 besagt lediglich, dass eine Motorsäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 Meter in der Sekunde das Ganze standhält. Ganz wichtig. 20 Meter in der Sekunde schafft die kleinste Säge. Also überhaupt kein Problem. Jetzt sagt jeder, jetzt habe ich eine 500i. Oder egal, der macht mehr als 20 Meter in der Sekunde. Das ist richtig. Aber wenn ich bei der Maschine hergehe, nimm die auf Vollgas und halt dann ins Holz, dann geht die durch. Man schneidet ja nicht mit Absicht mit Vollgas in den Oberschenkel. Das ist grob fahrlässig. Da schützt gar nichts. Also das ist, wie wenn ich einen Motorradhelm aufsetze und einfach schnurstracks gegen die Wand fahre. Da gibt es keine Schutzkleidung dafür. Also da haben wir einfach die Kirchen im Dorf lassen. Diese 20 Meter in der Sekunde ist immer davor, dass man ausgeht. Die Säge ist herrassen. Ich gehe zum Beispiel vom einen Baum zum nächsten, bleib hänger oder stolper und die Kette ist nur am Nachlaufen, was auch immer. Erwischt mir an der Hosen und zack. Dann steht die Ketten am Rucker. Zeige ich euch dann auf jeden Fall noch. Ich habe da schon was vorbereitet. Wird schön zum Anschauen, aber eine Riesensauerei zum Auseinandernehmen. Ja, die nächste Hose, es ist wirklich einer meiner Lieblingshosen. Und zwar ist es die Dynamic Vent. Vent hört man schon. Ist extrem auffällig vom Stoff her. Hat halt, ja, ich suche Sandfarben.
Finde ich persönlich sau cool und das Ding ist echt wie Jogginghosen. Ja, super leicht, total luftig, hat auch hinten Lüftungsschlitze, dass man richtig ausdampfen kann. Und ebenso die Schnittschutzklasse 1. Kostet aber schon um die 170 Euro. Warum? Der Schnittschutz mag gegeben sein, es kommen hochwertigere Materialien, dadurch wird sie leichter, aber auch teurer. Das geht hier bis zu dem edlen Teil, das ich da habe. Das heißt nicht bloß Xtreme, das Ding ist auch sehr teuer. Da liegen wir bei der Hose über 400 Euro. Im alten Katalog 2021 409. Aber das ist halt auch, das Ding sitzt. Das Ding ist extrem angenehm. Das Allerwichtigste, das muss ich unbedingt betonen, und zwar ganz stark, die Bekleidung von Stiel. Wirklich von Stiel, insbesondere Stiel und kein anderer, darf man bei 60 Grad waschen. 60 Grad hat eben diesen riesen Vorteil. Das ganze Harz, was ich bei der Waldarbeit an meine Kleidung bringe, das bringt nichts, wenn ich es bei 40 Grad waschen darf. Das klebt dran, fertig. Löst sich erst bei 60 Grad. Darum Stiel bei 60 Grad waschen, werden wieder sauber. Dann kommen wir zum nächsten Thema, wenn ich das Ding gewaschen habe. Was nicht der Fall sein sollte, dass man die Dinger schleudert. Also wirklich, Schleudergang ist ganz schwierig, weil man hat dann immer dieses Risiko, dass dieses Schnittschutzpaket da drin einfach verrutscht, übereinander knüllt, weil das ist zwar schon eingenäht, aber es kann sich verdrehen. Das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Darum, waschen bei 60 Grad, nicht schleudern. Wichtig, normales Feinwaschmittel, also nicht Weichspüler, da ich wirklich nicht nehmen. Weichspüler ist für die Kevlarfasern, die innen drin sind. Alles andere als gut. So, also ich zeige es euch nochmal schnell. Da drin sind diese Kevlar-Pakete. Ja, wie schaut es mit Regen aus? Regen ist kein Problem. Die sind wasserabweisend. Sollten es dann irgendwann anfangen, sich trotzdem voll zu saugen, gibt es einen hervorragenden Trick. Und zwar ist es Bügeln. Wenn man die Stiel-Schnittschutzbekleidung bügelt, richten sich die Fasern wieder dementsprechend aus, dass dieses Wasserabweisende wieder hergestellt wird. Ganz eine feine Geschichte, habe ich selber schon mehrmals ausprobiert. Funktioniert super gut. So, jetzt haben wir eigentlich über die Modelle schon ein bisschen was verloren. Die meisten interessiert es natürlich, was passiert, wenn es dann schief geht. Machen wir gleich. Wir haben nämlich die Stiefel noch nicht. Stiefel. Kopf bis Fuß, Hose haben wir, also Stiefel. Die meisten dann sagen, ja, sind mir zu teuer. Es geht bei 150 Euro los. Das ist schon ein Geld. Aber ein Sicherheitsschuhe ist ja ziemlich mindestens das Schlechteste, was ich machen kann. Kleine Erklärung, ich habe jetzt dafür einen ganz normalen Sicherheitsschuh an, der ist einfach Stiel. Wenn die Motorsicht kommt, ich demonstriere das. Da haben wir jetzt 250er. Ich habe meine Motorsäge. Schneide da umeinander. Und so, wie es der Zufall will, beim Ausrasten, zack, schnalzt und ich gehe da hinten rein. Ja, dann habe ich ein Riesenproblem. Weil die Stahlkappen ist zwar da. Und wenn ich mir einen Zeher wegschneide, dann habe ich immer nur 9 Joker. Dann sind alle 10 weg. C ist nicht schlimm. Reinhold Messner hat, glaube ich, keine einzige mehr. Aber das, was nach die Zehen kommt, da sind so viele Knochen, Gelenke, Sehnen, Bänder drin. Kein Chirurg auf der Welt. Baut euch das wieder zusammen. Und darum wirklich nicht sagen, ah, mir reicht der Sicherheitsschlauch. Der reicht wirklich nicht. Weil das Problem ist, die Säge rutscht euch über die Stahlkappen hinten. Dann habt ihr echt ein Problem. Bei den Schnittschutzstiefeln ist es halt wirklich so, ich habe die Zunge innen drin, die Seitenflanken und, ja, man glaubt es nicht, sogar die Schuhbänder haben Schnittschutzfasern mit drin. Das heißt, wenn der Zahn was erwischt, packt er sich wieder das Paket und verstopft das Getriebe, den Antrieb der Säge, die Ketten stellt. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass das, was in dem Schuh drin ist, nicht ganz so zerhackt wird. Weil wir haben ja bei einer Motorsäge eine Kette, das ist ja keine
schneidendes Prinzip, das ist ein Hobelzahn. Das heißt, der rupft und schaut immer grauenvoll aus. Nur dazu die ganzen Späne, Öl, Kettenabrieb, schon wieder Metallspäne dabei. Kein Arzt kriegt das auf die Schnulle wieder sauber. Das heißt, ekelhafte Entzündungen und man fällt nicht bloß ein Vierteljahr aus. Darum, die 150 Euro für die Stiefel und den 100er für die Hosen, werde ich grundsätzlich immer investieren. Und beim Kettensägenkurs braucht es ohne die gar nicht ankommen. Das nächste für einen Kettensägenkurs, Handschuhe. Handschuhe sind in erster Linie dazu da, dass man keine dreckigen Hände kriegt, ja. Und man hat einfach grundsätzlich mehr Grip an der Maschine. Das sind keine Schnittschutzhandschuhe, ist auch keine Pflicht. Wieder nur beim Baumkletterer, Hubsteiger und so weiter, die brauchen auch Schnittschutzhandschuhe. Aber der normalsterbliche Brennholzwerber oder, wie gesagt, Motorsägenkursgänger, ganz normale Arbeitshandschuhe. Da muss auch nicht Stiel draufstehen. Keine Schnittschutzklasse, einfach nur, um die Hände zu schützen. Jetzt waren wir bei der Oberbekleidung. Es gibt auch noch, bin ich auch Fan davon, Funktionsunterwäsche. Gibt es nicht bloß für Skifahrer oder Radlfahrer, die gibt es auch für den Waldarbeiter. Hätte Puppen davon an. Dann hat man sich die Puppe nicht einmal unter den Nagel reißen. Und der Weihnachtsbaum steht schon, noch nicht geschmückt, aber ja, Klamotten sind sehr gern gesehenes Geschenk zu Weihnachten. Nur so als Tipp. So, da haben wir das Böbsche. Mit der Funktionsunterwäsche, wenn man sieht, stark figurbetont, weil es halt sein soll, liegt immer gut an. Deswegen habe ich das jetzt nicht an mir gezeigt, weil an der Puppen schaut es besser aus. Genau. Gibt es kurzärmlich und das Oberteil in langärmlich. Und die Hosen ist grundsätzlich immer bis zu die Knöchel. Coole Geschichte, transportiert einfach den Schweiß beim Arbeiten vom Körper weg. Bin ich ein riesen Fan davon. Ich nehme es auch zum Radlfahren. Coole Geschichte. Jetzt sind wir von oben bis unten und so durch. Und jetzt demonstrieren wir einfach mal, was so eine MS500i mit einer Motorsichhosen macht. Also, jetzt geht's Outdoor. Jetzt Outdoor-Einsatz. MS500i haben wir hier, das Ganze bestückt mit einer Vollmeißelkette. Also sprich, das Ding beißt schon. Am Sägebock aufgeschraubt eine Stihl Advance X-Lite. Also das ist wirklich vom Tragekomfort her eine sehr dünne, angenehme Hosen. Im oberen Preissegment, also die kostet irgendwo knappe 300 Euro. Ich werde jetzt mit der 500i in das Ding reinsägen. Um gleich mal irgendwelchen Shitstorm vorzubeugen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ja was mit der Säge passiert, sprich es kommt dazu, dass irgendwo reingesägt wird, dann passiert das nicht während einem Vorgang, wo ich Vollgas gebe. Aber wenn ich fülle, ist die Säge im Holz, wenn ich ablenke, ist die Säge immer noch im Holz und das Risiko, dass ich mir den Oberschenkel einschneide, ist dadurch relativ gering. Die meisten Unfälle passieren dann, wenn ich von Baum zu Baum gehe und ja, entweder stolper in die Maschine einfall oder bei der sogenannten auslaufenden Kette. Also sprich, nimmer unter Vollgas. Und genauso will ich das demonstrieren. Ich gebe voll Stoff, gehe vom Gas und gehe dann in die Hose. Also, Motor sich schon beim Laufen lassen. Accessoires, persönliche Schutzausrüstung, Schutzbrille. Habe ich persönlich schon gern auch immer nur unterm Helm, weil beim Sägen der ganz feine Staub, der kann durch das Gitter auch durchgehen. Deswegen, Schutzbrillen ist nie ein Fehler und passt perfekt drunter. So, und los geht's. So, also, es wäre vollbracht, auf Höhe des Oberschenkels sauber mit der 500i mal reingeschossen. Wenn man sieht, ist das jetzt eine gute Verbindung
eingegangen, das Ganze. Also, ganz viele feine Härchen, Kevlarfasern, welche dann hinterzogen worden sind von der Kette in den Kettenantrieb und es innerhalb kürzester Zeit zum Stehen gebracht hat. Das war jetzt der Test mit der sogenannten auslaufenden Kette, nicht unter Vollgas. Ich habe das festgeschraubt, ich schraube das schnell weg. Dann zeige ich euch mal, wie es unter der Hose ausschaut, sprich, wie der Oberschenkel ausschaut hat. Also, ich mache das mal schnell sauber, dann zeige ich euch das Holz und dann machen wir den Test bei Vollgas. Das heißt, mit dem Finger auf dem Hahn, dann zeige ich euch, was dann passiert. Also, bis gleich. Ja, die MS500i hat ihr Werk vollbracht. Wie gesagt, mittig auf Oberschenkelhöhe haben wir jetzt in die Advance X Lite eingesägt. Viele Kevlarfasern sind heraus. Ich habe jetzt die Hosen wieder locker geschraubt, weil, wenn ich es nicht festschraube, fleckt mir das Ding um die Ohren. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich nehme jetzt die Hosen weg und zeige euch dann einmal, was da drunter ausschaut. Also es ist exakt diese Höhe und wie Sie sehen, sehen Sie wieder mal nichts. Also die Kette hat das Holz, Schrägstrich, den Oberschenkel nicht berührt. Und man sieht es auch an der Hinterseite, also da sind wir genau in dem Bereich, wo die Kette eingegangen ist, da ist nichts. Damit hat die Maschine guten Dienst geleistet. Bei der Beschädigung von der Hosen können wir gleich noch eins hinzufügen. Es gibt ja Schäden an der Hose, wie gesagt, das ist ja gebrauchte gewesen. Man bleibt einmal an einer Dorne hängen. Dann zieht das hier Fäden oder zieht mir ein Loch, was auch immer. Solange das so ausschaut, könnt ihr die Hosen jederzeit weiterverwenden. Es darf allerdings nicht so ausschauen. Sobald von dem inneren Paket eine Faser ausschaut, ist das Paket zerstört. Der Schutz nicht mehr gewährleistet. Deshalb nicht weiternehmen. Beim nächsten Mal geht es definitiv in die Hose und in den Oberschenkel. Wie gesagt, es sind bei jeder Hose ein Flicken dabei, für jedes Muster an Stoff, was wir da haben. Draufkleben, kein Thema, auch nicht vernähen, weil das Paket sollte nicht festgenäht werden. So, das war jetzt der Test mit der auslaufenden Kette. Nicht mehr unter Volllast. Und man will ja auch mal sehen, wie es im schlechtesten Fall zugeht. Darum schraube ich jetzt das Ding, diese Hose, nur mal auf den Bock, weil wir haben ja noch ein zweites Hosenbein. Und in das zweite Hosenbein gehen wir jetzt mal unter Volllast mit dem Finger Vollgas. Und ich freue mich jetzt schon drauf, die ganzen Fasern aus der Säge zu pulen. Das ist nämlich immer der beste Spaß. Legen wir los. Noch Fragen? So, ihr habt es gesehen. Da ist dann vorbei. Und auch in diesem Video, das wäre es für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es geht euch nicht so, wenn wir es jetzt am Schluss demonstriert haben. Immer aufpassen, immer Schnittschutz tragen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare oder direkt uns kontaktieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Im besten Fall bestellt gleich nur ein paar Hosen. Und in diesem Sinne, viel Spaß, ja, unfallfreie Fahrt, bis zum nächsten Mal. Euer Roland vom Motorgerätehaus Graus. Servus. Ich hab was für dich. Hast du gesehen? Ja, sauber durchgegangen. Mhm. Das passiert, wenn es nicht mehr gibst.